Moin Moin, Grüne Woche 2023. Zum ersten Mal live und in Farbe wieder seit der Corona-Pandemie. Das bedeutet allerdings auch zum ersten Mal seit 2020 wieder eine Wir haben es satt Demo live und in Farbe. 2020 habe ich ja selber für den LSV auf der Wir haben es satt Bühne gestanden. Ich habe das damals gerne gemacht. Ich war davon überzeugt, dass man auch diesen gesellschaftlichen Austausch suchen muss, dass wir die Kommunikation, die Diskussion brauchen und dass wir die anstehenden Aufgaben, sei es in Bezug auf Klimaschutz, Biodiversität, also alle diese Dinge, die wir als Landwirte schon heute besonders gut machen und können, dass man all diese Fragen nur gesamtgesellschaftlich leisten oder lösen kann, weil am Ende die Produkte, die wir produzieren, mit höheren Standards, natürlich auch mit höheren Preisen bezahlt werden müssen. Das muss aus der Gesellschaft kommen oder muss über die Politik natürlich dann über Programme gefördert werden. Aber auch da muss die Gesellschaft dahinter stehen. Anders wird es nicht funktionieren. Und dafür bin ich 2020 auf die Bühne gegangen. Dafür würde ich auch heute wieder auf die Bühne gehen. Aber ich habe mich ganz klar dagegen entschlossen, zur Wir haben es satt Demo zu gehen, da man es nicht schafft, sich von den sich im Umfeld der Wir haben es satt Demo bewegenden, ich sag mal, rechtsfreien und radikalen Subjekte zu trennen. Einmal diese ganzen radikalen und rechtsbrechenden Tierrechtler, die gewaltsam in Ställe einbrechen, die unendliches Leid über Bauernfamilien bringen, die da wirklich psychische Probleme auslösen mit ihren Einbrüchen. Das ist etwas, was ich nicht toleriere, was ich nicht gutheiße. Ich bin selber Tierhalter und das wirklich aus tiefstem Herzen heraus, aus absoluter Überzeugung heraus und zwar mit viel Liebe für meine Tiere. Aber das, was da läuft, das kann ich nicht für gut heißen. Und auch die radikalen Veganer, die meinen, die Klimarettung wäre nur mit Abschaffung der Tiere zu schaffen, auch das kann ich nicht für gut heißen. Ich kann verstehen, wenn man aus ethischen Gründen meint, man möchte keine Tiere essen. Das kann ich nachvollziehen. Aber dieser ganze Klimawahn, der hier aufgerufen wird, der ist meiner Meinung nach totaler Blödsinn. Es geht hier um Nahrungsaufnahme, um die Ernährung des Menschen, um das Befriedigen der Grundbedürfnisse. Das, was jedes Lebewesen auf dieser Welt tut. Jedes Lebewesen nimmt Nahrung zu sich und all diese Nahrung befindet sich immer in Kreisläufen. Genauso ist das auch mit der menschlichen Nahrung. Die befindet sich in Kreisläufen. Das sind am Ende biogene Kreisläufe, weil auch wir sind Teil der biogenen Gesellschaft auf dieser Erde. Und alles, was wir auch zu uns nehmen, befindet sich immer in einem Kohlenstoffkreislauf in irgendeiner Form und ist damit auch nicht klimarelevant. Alles, was drumherum ist, vor allen Dingen, wenn es um die Nutzung fossiler Brennstoffe geht, da reden wir über die anthropogenen, die rein anthropogenen Emissionen. Das sind die, die wirklich klimarelevant sind. Alles andere, das ist an den Haaren herbeigezogen und auch nicht ehrlich und auch nicht zielführend. Und solange wir uns mit solchen Dingen abgeben, beziehungsweise solange man solche Dinge propagiert, solange man auf dieser Wir haben es satt Demo Leute toleriert, die radikal mit falschen Argumenten gegen Tierhalter vorgehen, die mit Schlagworten, die nicht definiert sind, wie Massentierhaltung, mit Agrarindustrie, Agrarfabriken und was weiß ich was, nach außen auftreten und nicht in der Lage sind, ordentlich zu differenzieren, solange ist das nicht meine Bühne. Ich bin gerne bereit, den gesellschaftlichen Konsens zu suchen. Ich bin gerne bereit, mit jedem zu reden. Aber es muss auf Augenhöhe sein, es muss ehrlich sein und die Leistungen, die Landwirte heute bringen, die müssen honoriert werden. Solange das nicht der Fall ist, ist sowas nicht meine Veranstaltung. Also in diesem Sinne ganz klar, wir können Biodiversität, wir machen Biodiversität, wir machen Klimaschutz, wir sind Tierhalter, weil wir in Kreisläufen denken, weil wir in Kreisläufen wirtschaften und wir sind für eine gute oder wir stehen für eine gute, gesunde Ernährung im Einklang mit der Natur, mit dem Klima und mit dem Tierwohl. In diesem Sinne allen eine erfolgreiche grüne Woche.